Hi. Hi. Hallöchen! Ich habe ja früher mit Falco oder auch Abdel Lieferdienste bewertet. Burger, Döner, Pizza. Lieferdienste, die einen Stern hatten oder fünf Sterne. Heute mache ich was anderes und zwar gehe ich mit Badern und Meld in einen Laden, das nur einen Stern hat, von meiner Heimatstadt. Dann wollen wir gucken, wie ist so ein schlecht bewerteter Laden. Badern, der ist gerade hier. Trampolin, Mampolin. Sag Trampolin, Mampolin. Danke, Mami. Das Ding ist, ich habe gerade gelesen, dieser Dönerladen, das sind Inder. Indische. Hört sich nicht gut an. Da werden indische Spezialitäten angeboten und Döner. Hast du schon Hunger bekommen? Manchmal schreiben mir auch Konkurrenten schlechte Bewertungen. Das ist nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht nett. Das ist nicht gut. Glaubst du mal an diese Google-Bewertungen? Teilweise. Trifft das wirklich ein, was da steht? Ich glaube, wenn Menschen Bewertungen schreiben, dann nur, wenn denen mal was Negatives passiert ist. Das heißt nicht, dass der ganze Land immer schlecht ist. Deswegen wollen wir der ganzen Sache mal auf den Grund gehen. Hast du schon mal eine schlechte Bewertung geschrieben? Ja. Ich habe einmal für meine Mutter einen Sparschäler gekauft. Und meine Mutter meinte, der ist nicht gut. Obwohl da stand, dass es der beste Sparschäler der Welt ist. Dann habe ich zum ersten Mal geschrieben, ey, meine Mutter fand das nicht cool. Und dann am nächsten Tag meinte meine Mutter, oh mein Gott, der Sparschäler ist der beste, den ich je hatte. Die hätte die Schutzfolie nicht abgemacht. Oh. Habt ihr schon mal eine schlechte Bewertung geschrieben? Falls ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und worum ging es da? Würde mich mal ein bisschen interessieren. Nur ein bisschen, deswegen schreibt. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt dahin. Komm. Lass mal ein paar Bewertungen lesen. Lass dann auch eine schreiben. Ja, genau danach schreiben wir auch eine Bewertung. War ganz mies. Und dann für knapp 20 Euro bekamen wir zwei in Fett getränkte Gummilappen. Der Teig bestand aus einer kaugummiartigen Masse. Ich mag Kaugummis, du? Ja, ich auch eigentlich. Ja, dann. Wenn man da anruft und sich beschwert, bekommt man nur patzige Antworten. Wenn man da was bestellt, fehlt meistens Essen, schreibt dir jemand. Wieder eine absolute Nullnummer. Dem Brot verbrannt, Salat hatte keinen Geschmack. Ey, wir sind jetzt angekommen. Ey, und dann waren wir da. Oh mein Gott. Badam, aufstehen. Döner. Da vor dem Laden ist so ein richtig komischer Typ, der sieht aus so wie ein Mafia-Typ. Bodybuilder, ey. Das Ding ist, Meld ist allgemein ein kleiner Angsthase. Er hat auch Angst vor der Dunkelheit und... Kann ich das zeigen? Macht sich schnell so negative Gedanken immer. Und ich bin ein Energiemensch, ich nehme immer die Energie von anderen Menschen auf. Denn wir beide hatten so eine komische, negative... Wir hatten beide Angst. Wir dachten auch die ganze Zeit, wir werden ertappt und erschossen und ermordet. Das Ding ist, der Laden hat einen italienischen Namen, bietet indische Sachen an. Die wollen aber was Türkisches. Ja. Und das, die haben alles vereint. So. Da ist der Laden. Das ist hier so ein Vorort. Die Bewertung gelesen haben einfach Angst, aber es ist einfach ein schlechter Dönerladen. La, 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 la. Komm, Badam. Hallo. Habt ihr keinen Döner? Achso. Okay, wir hätten gerne zwei Döner. Was komplett? Ja, einfach alles. Bitte? Hähnchen. Warum? Geht er nach hinten und holt Döner? Weiß ich nicht. Weißt du auch nicht? Döner kommt, aber von hinten. Und dann. Ah, da seid ihr. Und dann gehen wir rein. Was ist? Kein Dönerspieß da. What the freaking Döner? What the freaking Banana? In einem Dönerladen kein Dönerspieß. Ich dachte immer schon, scheiße, jetzt kann ich mein Video nicht drehen. Und dann meinten die so, doch, wir haben Döner. Dann sind die nach hinten gegangen.
wieder nach vorne gegangen, gekommen, nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Die ganze Zeit sind die nach hinten, nach vorne, nach hinten. Ich glaube, meine Theorie ist, da war die Tür auf und ich konnte reingucken. Also ich habe da auch eine Pfanne gesehen. Ich glaube, dass die ein bisschen von, keine Ahnung, Hähnchen oder von einem Dönerspieß was abgeschnitten, das in Stücke geschnitten in der Pfanne gebraten, weil wir aber auch kein Döner-Schneidegeräusch gehört. Aber ich dachte mir so, egal, Hauptsache ich krieg meinen Döner und kann den bewerten. Es war auch nachmittags, also da müsste ein Dönerspieß sein. Wenn es zu früh wäre oder zu spät, könnte ich es noch verstehen, aber es war einfach 15 Uhr. Ich will Gurke. Gurke? Ey, ihr müsst euch mal wirklich vorstellen, wenn ich jetzt sage, 10 mal rein, 10 mal raus, hört sich das vielleicht schnell zack, zack, zack an, aber ihr müsst euch mal vorstellen, jetzt bildlich, da ist jemand einmal rein, dann wieder raus, wieder was gemacht, dann wieder rein, raus, dann wieder rein. Dann wieder rein, dann wieder raus, dann wieder rein, dann wieder raus, dann wieder rein, dann wieder raus, dann wieder rein. Dann und wir stehen da so. Was passiert hier gerade? Die machen Soße ins Brot, gehen nach hinten, packen da irgendwas rein, kommen wieder raus, packen da wieder was rein, gehen da rein, nach hinten, dann packen wieder was da hinten rein, dann kommen wieder nach vorne. Die gehen immer wieder zurück. Dann packen die hier vorne wieder was rein, dann gehen wir nach hinten, dann blablabla. Die ganze Zeit, okay, dass die da Hähnchenfleisch vielleicht einmal retten, könnte ich noch verstehen, aber danach sind die auch mal wieder rein, raus, I don't know why. I don't know why, why, why. Ich habe heute noch nicht meine Tabletten genommen, sorry. Also ein normaler Dönerbesuch war das auf keinen Fall. Normalerweise dauert ja ein Dönerkauf ein paar Minütchen, da hat es einfach mehr als 15 Minuten gedauert. So, jetzt kommt das Lustige, dann gibt Meld 20 Euro, einen 20-Euro-Schein. Und der Typ, der Besitzer nimmt das und guckt voll lange. Macht so, ob das echt ist. Guckt gegen's Licht und so. Und wieso hätte das 20, okay, bei 50 Euro kann ich es ja noch verstehen, aber bei 20 Euro so lange einen Schein zu analysieren. Trinken? Ja, okay. Der hat ja wirklich so richtig analysiert. So. Ich meine, bei 50 Euro, ne? Dann hat er 10 Euro bekommen, hat so getan. Hat auch geguckt, oh, ist das echt? Ja. Immer auf Krawall, dieser Junge. Okay. Tschüss. Oh mein Gott. Hast du Pizza gesehen? Ich hab so Angst. Nee, jetzt war wenigstens sicher. Ja, ich glaube, wir haben uns selber diese Angst gemacht. Baran, was war das für ein Dönerkauf? Das hat lange gedauert. Das war der längste Dönerkauf. Okay, die schwitzen schon hier wieder. We are back. Ey. Ja, meine Schwester hat in ihrem Zimmer einfach sich selbst als Porträt. Ey, wenn ihr nur wüsstet. Ich muss sagen, die Mitarbeiter waren aber eigentlich nett. Er hat in der Toilette gefilmt, dann ging der Mann rein so mit seinem Müll. Und hat er dich erwischt? Ich weiß nicht, aber ich glaube, der hat gemerkt, dass ich habe da ein bisschen auch geredet, ne? Und dann habe ich so einen auf den getan, dass ich telefoniere. Ja, der kommt raus, ich so, was machst du denn? Zeig mal deine Aufnahme von Toilette. Ach so. Pass jetzt auf, was ich da gesehen habe. Erstmal eine Toilette ist da, ne? Und dann, die hatten einfach eine Badewanne. Oh mein Gott, die haben eine Badewanne. Eine Dusche. Dafür will ich schon mal 5 Sterne geben. Für ihre Toilette. Eine Dusche. Eine Dusche. Du kannst Döner essen, stinkst und duschst danach. Ich habe ein bisschen Angst, das jetzt zu essen. Ich auch. Er meinte auch gerade, er will das nicht essen. Er ist so, nee, voll, der ist so voll penibel und so. Mein Gott, ich esse auch mein Essen, wenn es runterfällt auf den Boden. Eigentlich will ich das gar nicht öffnen. Fühlt sich schon ein bisschen hart an. Ja, Brot wie Kaugummi ist, zeig mal. Also es ist altes Brot. Altes Brot? Pass mal an. Also es ist so ein bisschen wie Plastik. Aber warte mal, ich will das Fleisch aber sehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das alt ist. Wie geschnetzelt ist. Ah. So sieht das Fleisch aus. Sieht das aus wie Dönerfleisch? Es sah auch so wie... Ey, und der Tzatziki, der war ja flüssig wie Wasser. Wollen wir mal reinbeißen? Ich will nicht. Na, wer schreibt dir auf Snapchat, hä? Wer ist so viel? 3, 2, 1. Ja, dein Daumen ist das. Soll ich deinen Daumen essen?
schmecken da so komisch. Es schmeckt, als ob es kein Döner ist, aber Dönergeschmack hat. Weißt du, was ich meine? Genau. Aber es schmeckt jetzt nicht... Ja, nee, würde ich auch nicht sagen. Weil die Soße schmeckt gut. Ich könnte es, wenn ich Hunger hätte, aber aufessen. Ist das ein Kompliment? I don't know. Ja, eigentlich wie ein normaler Döner, aber jetzt, weil wir mit diesem Gedanken da reingegangen sind, ja. Ich glaube, deswegen schmeckt es mir noch ekliger. Ich weiß, was du meinst. Weißt du? Was für eine Punktzahl gibst du dem Döner? 4. Also vom Geschmack her würde ich es auch sagen. Aber warum ist der Spieß hinten? Die haben es einfach in der Pfanne. Gott. Döner aus der Pfanne. Also die Bewertungen, mach hier keine Geräusche. Ganz viel geändert bei dir. Also die Bewertung, ich kann die Bewertung verstehen. Vom Geschmack war der Döner jetzt nicht mega, mega schlecht. Es war okay. Aber ich mag das ein bisschen so, wenn es ganz viel Soße ist. Aber ich glaube, ein richtiger Dönerliebhaber würde es nicht mögen und essen. Ja, also kann man Google-Bewertungen doch vertrauen, ne? Ja, hat euch das Video gefallen? Wollt ihr mehr solche, wollt ihr, dass wir mehr Lehnen reingehen, die schlecht bewertet sind? Dann zeigst du es mit einem... Ich könnte ja schreiben, was wir ja noch machen können. Hat nichts besser aufzutun. Ich gehe dann wieder. Daumen nach oben. Memra's back. Ja, Memra. Nein. Oh. Ich bin in Köln, deswegen drehen wir nicht so oft. Er macht ja auch ab und zu Videos. Alle 3 Jahre. Ja. Melty Bait heißt er. Könnt ihr mal vorbeischauen. Link in der Beschreibung. Jo. Dann wollen wir mal sagen, ciao, ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja. Warum nicht? Okay. Döner? Nein. Du sagst so oder so zu Döner? So. Zeigefinger? Okay, na na na, nächstes Mal besser, ne? Aber ey, cooles Video geworden. Hätte ich echt nicht gedacht. Hätte ich so ein Drehbuch geschrieben, wäre mir nicht mal so viel krasse Sachen eingefallen. Also, dafür verdienen die einen Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt. In was für ein Land wollen wir als nächstes gehen? Pizza könnte ich machen. Was noch? Burgerladen. Briefmarkenladen. War dann nicht so richtig gut mitgemacht. Er war ein bisschen müde und in so einer Nein-Stimme. Nein, 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 nein. Magst du Döner? Nein. Nein? Dönerfleisch? Nein. Magst du Pommes? Magst du Ketchup? Nein. Magst du Salat? Nein. Magst du Gurke? Nein. Magst du Baran? Nein.